Willkommen bei Beyond the Seas. Wir treffen den französischen Philosophen und Ex-Minister Luc Ferry, der mit uns über seine Ponant-Kreuzfahrt nach Schweden und Norwegen sprechen wird, mit den Fjorden, der Mitternachtssonne und vor allem den sehr ökologischen Ländern. Die Länder im Norden Europas sind besonders umweltfreundlich. Norwegen und Schweden sind Länder, in denen Autos missachtet werden, wo man versucht, die Natur zu schützen, die in der Tat sehr, sehr schön ist. Ich habe auf dieser Kreuzfahrt darüber gesprochen, warum die Ökologie sich in den Ländern Nordeuropas schneller entwickelt hat. Aufgrund eines protestantischen Erbes statt eines katholischen, was das Entstehen einer Besorgnis um die ursprüngliche Natur gefördert hat, was in den katholischen Ländern sehr viel später entstanden ist. Es ist großartig, eine Entdeckung, denn ich kannte das Landesinnere Norwegens und Schwedens, aber das hier, das ist etwas völlig anderes. Man fährt in diese unglaublichen Fjorde kilometerweit. Selbst bei Wind wirkt das Meer wie ein See. Wellen können nicht entstehen, es ist zu eng. Es ähnelt wirklich den schönen deutschen und norwegischen Gemälden der Romantik. Die norwegische romantische Schule der Malerei ist großartig, von unvergleichlicher Schönheit, denn es gibt dort Berge fast wie auf Korsika, aber hier fallen sie steil in die Fjorde hinab, deren dunkles Blau wunderschön ist. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes großartig. Zurück an Bord der Le Lyrial von Ponant. Wir sehen uns bald wieder bei Beyond the Seas.